Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ab jetzt eine Kamerafrau, Angelique Banou, steht da oben, nimmt alles auf, ab jetzt also mit besserer Videoqualität. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten Lagrange-Multiplikatoren eingeführt, um zunächst Extrema von Funktionen unter Nebenbedingungen zu suchen. Genau an der Stelle würde ich gern wieder einsteigen. Wir haben ja noch nicht viel Stoff gemacht und die Idee war ja einfach, wir müssen physikalische Systeme unter Nebenbedingungen oder synonym Zwangsbedingungen untersuchen können. Wie machen wir das? Das war die übergreifende Frage. Und ich hatte ja diskutiert, physikalische Systeme unterliegen sehr häufig Zwangsbedingungen oder Nebenbedingungen. Wie machen wir das? Wie gehen wir vor, wenn sowas vorliegt? So, und ich würde gerne einfach die Gleichung für die Lagrange-Multiplikatoren nochmal anschreiben. Dann noch ein Beispiel bringen und dann wieder zur Physik zurückkehren. So, der Plural ist eigentlich überflüssig. Wir hatten es ja bisher nur mit einem Lagrange-Multiplikator zu tun, aber wo einer ist, kommt häufig noch ein zweiter. Wenn wir Extrema suchen würden, ohne Nebenbedingungen, würden wir einfach die Gleichung Gradient F gleich 0 lösen. Wenn wir Nebenbedingungen durch eine Funktion g ausdrücken können, dann suchen wir jetzt Stellen, an denen der Gradient von f plus lambda g gleich 0 wird und lambda ist der Lagrange-Multiplikator. So, f ist die Funktion, deren Extremum ich suchen möchte. G ist die Funktion, die Zwangsbedingungen ausdrückt. So, wir hatten beim letzten Mal ein Beispiel besprochen, das etwas kompliziert war. Die Rechnung habe ich Ihnen handschriftlich nachgeliefert hier. Wenn Sie mal nachschauen wollen, ja, der Weg über den Gaußhügel von A-Dorf nach B-Dorf. Genau. Das war etwas kompliziert, weil ich damit Sie sind voll im Bilde. Weil ich damit veranschaulichen wollte, was diese Bedingungsgleichung für Extrema unter Nebenbedingungen eigentlich bedeutet. Und wir hatten gesehen, sie bedeutet, dass wir Stellen suchen, an denen die Tangenten an die Höhenlinien der Funktion übereinstimmen mit der Tangentialrichtung, die durch die Nebenbedingung vorgegeben ist. Und veranschaulicht habe ich das damit, dass wir uns vorgestellt haben, wir überqueren auf dem Wanderweg Weiß hier, ja, von A-Dorf nach B-Dorf eben, den Gaußhügel. Und das Extremum unter der Nebenbedingung, dass wir auf diesem Weg gehen, wird dann erreicht, wenn sich längs unseres Weges die Funktion, die den Gaußhügel beschreibt, nicht ändert. Wenn sie sich nicht ändert, dann bedeutet das, wir gehen momentan eine Höhenlinie entlang, so sind die Höhenlinien definiert. Und entlang unseres Weges bedeutet, wir folgen unserer momentanen Tangentialrichtung. So, das war die geometrische Bedeutung davon. Jetzt würde ich gerne an der Stelle weitermachen, aber zunächst noch Gelegenheit für Fragen geben. Ja. Also die Frage wurde schon mal im Rock-Test gestellt. Ich weiß nicht, ob die Antwort ist dafür, ob man eben, wenn man auf die Berechnung der Forschungsbekannten nicht verzichten kann, weil man einfach nicht alles braucht, einfach um diese Züge zu überprüfen, würde es eigentlich auch reichen, Lambda F und Kreuzung und Lambda G weiterzusetzen, oder? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn Sie die Nebenbedingungen erfüllen müssen, dann kann das ja nicht gleichbedeutend damit sein, dass einfach Gradient F gleich 0 wird. Nee, aber ein Kreuzprodukt mit dem Gradient von G. Weil das würde ja auch die Parallelität der beiden Gradienten zeigen. Aber
wenn Sie das Kreuzprodukt bilden, dann würde das ja bedeuten, dass Sie einen Vektor bestimmen, der senkrecht auf den beiden Gradienten oder auf den beiden Tangentialvektoren steht. Dann ist deren Kreuzprodukt schon mal null. Ja, können Sie auch machen. Es wird allerdings wesentlich komplizierter und geht nur in drei Dimensionen. Also die geometrische Bedeutung würden Sie damit auch erreichen, ja. Ja. Okay, gut. Gibt es weitere? Ja. Also die Frage war, die Bedingung kann auch erfüllt sein, wenn ich nicht am momentanen Extremum bin. Das bestreite ich. Also Gradient f gleich 0 lässt sich übersetzen in, ist nicht gleichbedeutend mit, aber lässt sich übersetzen in, ja, ich fange anders an. Gradient f gleich minus Lambda g heißt zunächst mal, diese beiden Vektoren stimmen überein. Wenn Sie diese Bedingung nicht erfüllt haben, dann ist klar, dass Sie nicht an einem Extremum sein können. Wenn Sie an einem Extremum sind, dann bedeutet das, Gradient f ist gleich 0 in der Richtung, die durch Gradient g vorgegeben ist. Und dann müssen die beiden parallel sein. Wenn sie parallel sind, dann kann ich sie, indem ich skaliere mit dem Lagrange-Multiplikator, zur Übereinstimmung bringen. Und das heißt, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann bin ich an einem Extremum. Wenn ich an einem Extremum bin, ist die Bedingung erfüllt. Okay? Ja. Was machen wir, wenn der grüne Punkt nicht zwischen A-Dorf und B-Dorf liegt? Dann würde das ja bedeuten, dass ich längs des Wegs von A-Dorf nach B-Dorf kein Extremum finde. Gut, dann gibt es einfach keins. Und dann muss die Lage der Extremum genau auf einer der Dörfer liegen, oder? Nee, das könnte ja auch wo ganz anders liegen. Ich meine, ich könnte ja zum Beispiel von A-Dorf nach B-Dorf einen Weg wählen, der hier weit außenrum geht, ne? Und der den Hügel einfach völlig vermeidet. Dann wäre das Extremum weder in A-Dorf noch in B-Dorf noch irgendwo auf dem Weg. Ich würde es einfach nicht berühren. Das heißt, mein Weg hätte keinen höchsten oder tiefsten Punkt. Ich würde einfach in der Ebene gehen. Okay? So, noch was? Ja. Warum ist es so, dass an der Stelle, wo g bezüglich f maximal ist, der Gradient von g orthogonal zum Tangentialvektor von g zeigt? Ah, die Frage ist letzten Endes, warum ich den Gradienten als, warum ich hier den Gradienten bilde, aber von Tangentialvektoren rede. Ne? So, ja, wichtige Frage. Wenn Sie sich die Zwangsbedingung g anschauen, dann wissen Sie, dass längs der Zwangsbedingung g sich g ja nicht ändern darf. Der Gradient von g muss also senkrecht auf g stehen. Der Tangentialvektor von g muss aber parallel zu g sein. Also muss zwischen den beiden einfach ein Winkel von 90 Grad sein. Dasselbe betrifft die Höhenlinien von f. Okay? Die Frage war jetzt, was wäre denn, wenn ich nach dem tiefsten Punkt suchen würde? Also ich könnte ja den Gauss-Hügel auch umkehren, könnte eine Senke draus machen.
Beachten Sie, wir suchen nur nach Extrema hier. Wir suchen nicht nach Maximum oder Minima. Wir haben noch nicht mal geprüft, ob wir an einem Maximum oder Minimum sind. Ja, das heißt, die Bedingung für ein Minimum wäre genau dieselbe. Okay? Ja? Das gilt in allen Dimensionen, ja. Also die Frage war, kann ich diese Gleichsetzung von Tangenten, nein, die Gleichsetzung des Vergleichs der Tangentialvektoren immer gleichsetzen mit dem Vergleich der Gradienten? Ja, das kann ich machen, in beliebigen Dimensionen. Ja? Dann wird es schwierig, das ist ein Fall, den wir gar nicht betrachten hier. Also die Frage war, was mache ich denn mit einer Zwangsbedingung, die nicht holonom ist? Die lasse ich links liegen. Hm? Gut. So weit, so gut, machen wir weiter. Ein Beispiel wollte ich noch bringen, das ist das berühmte Beispiel der Dose, ja? Einfach um zu üben. Das Beispiel mit der Dose geht so, ich möchte gern Dosen herstellen, aber so, dass ein vorgegebenes Volumen minimal Material für die Dosen verbraucht. Ich möchte also sehen, wie kann ich die Oberfläche der Dose, natürlich ist die Dose zylindrisch und sowas, ja, wie kann ich die Oberfläche der Dose minimieren, während ich das Volumen beibehalte. Ich habe also eine typische Optimierungsaufgabe unter einer Nebenbedingung. Und die Optimierung bedeutet, wie optimiere ich? In dem Fall die Oberfläche der Dose, die Nebenbedingung ist, aber das Volumen soll vorgegeben sein. So, das ist eine einfache Sache, aber sehr lehrreich. Steht auch im Skript. Die hat also ein vorgegebenes Volumen. Ich will da unbedingt, was weiß ich, einen Liter reinkriegen. Ich will die Oberfläche minimieren. Ich will von einer zylindrischen Dose ausgehen, das heißt, die hat einen Radius R, die hat eine Höhe H, die hat eine Oberfläche, die gegeben ist durch R² Pi mal 2, das sind Deckel und Boden, und dann 2 Pi RH, das ist der Mantel. So, das ist also die Funktion f von R und H, deren Extremum ich suchen will. Ich will ja die Oberfläche möglichst klein machen. Also suche ich nach einem Extremum von f und die Nebenbedingung lautet, dass das Volumen vorgegeben sein soll. Jetzt, das Zylindervolumen ist ja Pi mal R² mal H. Das heißt, ich kann die Nebenbedingung in dieser Form schreiben. G von R und H ist Pi R² mal H minus V gleich 0. Naja, und jetzt wende ich einfach das Rezept an. Rezept lautet, Gradient F plus Lambda G gleich 0. Was muss ich jetzt machen, um einen Gradienten zu bilden? Naja, ich habe zwei Koordinaten, R und H. Und der Gradient besteht darin, dass ich nach beiden Koordinaten ableite und daraus aus den beiden Ableitungen Vektor bilde. Und ich tue das in der Ordnung, in der die beiden Koordinaten hier stehen, R und H. Das heißt, ich bilde erst die Ableitung nach R, dann die Ableitung nach H und bilde daraus die beiden Komponenten dieses Gradienten. Also, f nach r abgeleitet, gibt 4r pi plus 2 pi h. G nach r abgeleitet, gibt 2 pi r h. Und das muss ich ja mit Lambda multiplizieren und dazu addieren. Also lautet die erste Komponente dieser Gleichung so. Jetzt muss ich f nach h ableiten und bekomme 2 pi r.
Dann muss ich g nach h ableiten, bekomme pi r Quadrat. Muss das mit Lambda multiplizieren, dazu addieren. So, und beide Komponenten müssen verschwinden. Und jetzt suche ich mir die eine dieser beiden Gleichungen aus, um den Lagrange-Multiplikator Lambda selbst zu bestimmen. Und das mache ich natürlich so, dass es einfacher wird. Wenn ich dafür die obere Gleichung nehmen würde, dann wäre Lambda eine Funktion von r und h. Wenn ich die untere Gleichung nehme, ist Lambda allein eine Funktion von r. Also nehme ich die untere. Wenn ich die untere nehme, dann muss ich ja, also die zweite Komponente hier, die h-Komponente dieses Gradienten, gleich 0 setzen und bekomme daraus einfach Lambda gleich minus 2 durch r. Also ich setze die zweite Komponente einfach gleich 0 und bekomme Lambda gleich minus 2 durch r raus. Damit gehe ich jetzt in die erste. Das 2pi ist völlig überflüssig, ne? Also ich muss ja dafür sorgen, dass die erste Komponente 0 werden kann. Der Faktor 2pi wird aber sehr selten 0. Deswegen teile ich den einfach gleich raus und bekomme dann hier 2r plus h minus 2h durch r. Nee, Entschuldigung, minus 2h. Ne? Also folgt aus der ersten Komponente 2r plus h. Ich teile alles durch 2pi. Ne? Und dann habe ich hier hinten, nachdem ich durch 2pi geteilt habe, einfach rh mal lambda. Aber rh mal lambda ist einfach minus 2h. Okay? Das heißt, die Höhe der Dose muss gleich ihrem Durchmesser sein. Jetzt müsste man streng genommen noch prüfen, ob das wirklich ein Maximum oder ein Minimum ist. Wir wollten ja die Oberfläche minimieren. Wenn Sie eine Firma leiten und der Hausmathematiker der Firma findet ein Maximum statt eines Minimums, dann ist es irgendwie ungünstig. Aber ich überprüfe das gar nicht weiter. Bei vorgegebenem Volumen ist die Oberfläche der Dose dann minimal, wenn der Durchmesser gleich der Höhe ist. Nirgendwo steht, wie groß die Dose wirklich ist. Nirgendwo steht, was reinpassen soll. Das lege ich erst dadurch fest, indem ich jetzt wieder zurückgehe in die Nebenbedingung und sage, okay, damit ich überhaupt ein Extremum erreiche, muss 2r gleich h sein. Wie groß dann das Volumen ist, lege ich anhand der Nebenbedingung fest. Ja? Ja, wichtige Frage. Warum macht es niemand, wenn das so ist? Weil die viel stabiler sind, wenn sie anders bauen. Also das ist für einen Transport wesentlich günstiger, wenn sie sozusagen weniger krümmbar machen. Und deswegen höher als optimal wäre. Okay, gut. Einverstanden? Ja. Wäre Stabilität der Dose dann noch eine Nebenbedingung, die man einbauen könnte? Ja, natürlich. Also man kann natürlich auch eine perfekte Dose konstruieren. Vorsicht, 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 Vorsicht. Also, jetzt müssen wir gut aufpassen, das ist ein wichtiger Punkt. Frage war, könnten wir nicht die Stabilität der Dose als Nebenbedingung nehmen? Selbstverständlich. Müssen wir uns gut überlegen, unter welcher Bedingung die stabil wird. Ne? Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass sie, was heißt eigentlich stabil? Dass ich die Wand nicht eindrücken kann, dass ich die Dose nicht biegen kann, dass ich im Deckel kein Loch machen kann. Gut, müssen wir uns genau überlegen. Ne? Aber mal angenommen, ich könnte durch eine holonome Zwangsbedingung gleich tatsächlich die Stabilität mit berücksichtigen. Hätte also eine weitere Nebenbedingung. So, jetzt Vorsicht, wir haben nur zwei Koordinaten. Wenn ich jetzt zwei Nebenbedingungen stelle, dann muss ich entweder gigantisches Glück haben, um überhaupt eine zu finden. In der Regel werde ich aber keine mehr finden.
Ich sage, das ist wie Weihnachten, ne? Wenn Sie sich zu viele wünschen, kriegen Sie gar nichts. Also, wenn Sie zu viele Nebenbedingungen stellen, dann können Sie die nicht mehr lösen. Dann finden Sie kein Extremum mehr, sondern nur noch ein Optimum. Ein Optimum unter den vorgegebenen Bedingungen, was aber dann nicht heißt, dass Sie die Bedingungen alle erfüllen können, sondern nur möglichst gut. Okay? Da war eine Frage, ja. Ja, warum ist es irrelevant, dass die Funktion g nicht 0 werden muss? Weil wir den Gradienten davon bilden. Sie können eine beliebige Konstante dazu zählen. Mit anderen Worten, Sie suchen nur danach, wo unter der Bedingung g ein Extremum erreicht wird, aber Sie fragen nicht danach, wie hoch dieses Extremum ist. Okay? Das ist der Punkt dahinter. Soweit, so gut. Dose gelöst. Jetzt kehren wir zur Physik zurück. Das wird jetzt grafisch anspruchsvoll. Ich unterscheide jetzt zunächst den statischen Fall von dem dynamischen Fall. Okay? Ich gehe zunächst mal von dem statischen Fall aus. Mit anderen Worten, ich schaue mir zum Beispiel eine Kugelbahn an. Lass eine Kugel runterrollen, warte, bis die in Ruhe kommt und schau dann an, wo sie liegt. Oder ich wiederhole das Experiment mit einem Kind, ja, wie auch immer. Das ist der statische Fall, also einer, in dem eine Gleichgewichtssituation erreicht wird. Wann wird das Gleichgewicht erreicht? Na, wann ist die Bewegung, wann kommt die Bewegung zum Stillstand? Liebe Leute. Ja. Wenn die Kraft gleich Null ist, natürlich. Also eine Gleichgewichtsbedingung ist F gleich Null. So, jetzt unterliege ich ja offensichtlich hier der Gravitationskraft, ne? Können Sie es demonstrieren, indem ich hochspringe, würden Sie sehen, dass ich wieder runterfalle. Muss ja nicht sein. Ja. Warum falle ich nicht bis zum Erdmittelpunkt? Ja. So, was macht der Boden? Genau, die Antwort war, weil der Boden mich nach oben drückt. Okay, gut, an der Formulierung müssen wir noch etwas feilen, aber im Prinzip stimmt's. Der Boden verhindert das, ne? Was macht er also? Was macht der Boden? Ja. Er übt eine gleich große Gegenkraft aus. Er übt eine gleich große Gegenkraft aus. Das ist die Zwangskraft. Die nenne ich Z. Okay, das ist die Gleichgewichtsbedingung im statischen Fall. Okay, gut. Die Zwangskraft selbst stelle ich mir jetzt durch eine Zwangsbedingung vor, die ich in der Form F Koordinaten x gleich 0 schreiben kann. Das war jetzt bei dem Boden nicht der Fall, ne? Denn die Bedingung bleibt, gut, die Bedingung bleibt auf dem Boden, die wäre holonom. Die Bedingung fällt nicht durch den Boden, die wäre nicht holonom. Ne? Die Bedingung fällt nicht durch den Boden, bedeutet ja z größer gleich 0. Die Bedingung bleibt auf dem Boden, wäre z gleich 0. Ne? Das heißt, die eine kann ich in holonomer Form ausdrücken, die andere nicht. Ich gehe jetzt von holonomen Zwangsbedingungen aus und deswegen gehe ich davon aus, dass ich die Zwangsbedingung in der Form f von x gleich 0 schreiben kann, mit irgendeinem f. Und ich will vorläufig davon ausgehen, dass ich nur eine solche Zwangsbedingung f habe. Okay, so. Wie ist es jetzt, wenn ich f plus z im Gleichgewicht nehme, also in der Gleichgewichtsposition nehme und kleine Schritte nach rechts, links, hinten, oben, unten gehe, dann ändert sich diese Bedingung offenbar nicht. Ne? Sonst wäre ich nicht an einem Extremum. Okay. Kraft mal Weg
ist eine Arbeit. Was hier steht, ist die sogenannte virtuelle Arbeit. Ja. Virtuell deswegen, weil ich mir Verschiebungen aus der Gleichgewichtslage vorstelle, aber sie nicht ausführe. So, das heißt, ich kann die Lage des Gleichgewichts, ich kann die Gleichgewichtslage dadurch kennzeichnen, dass dort die virtuelle Arbeit gleich Null wird. Mhm. Jetzt weiß ich aber, dass die Zwangskraft mal Delta X gleich was ist? Was ist Zwangskraft mal Delta X? Ja? Immer Null. Warum? Genau. Ich weiß also von vornherein, dass Z mal Delta X sowieso gleich Null ist. Ne? Denn die Delta X, also die Schritte, die ich gehen will, gehen darf, die müssen ja festgelegt sein durch die Zwangsbedingung selbst. Ich kann also die Delta X nur so wählen, dass ich mit der Zwangsbedingung in Übereinstimmung bleibe. Die Zwangskraft selber muss aber senkrecht auf der Zwangsbedingung stehen. Ja, das heißt, die Zwangsbedingung ändert sich, während ich mich auf der Untermannigfaltigkeit bewege, in der die Zwangsbedingung erfüllt ist, natürlich nicht. Das ist Z mal Delta X sowieso gleich Null. Das bedeutet aber, dass im Gleichgewicht F mal Delta X gleich Null ist. Okay? Das ist das sogenannte D'Alembert'sche Prinzip, beziehungsweise die D'Alembert'sche Gleichung. Aber sind die Delta X jetzt beliebig? Ja? Etwas lauter, bitte. Ja, dann wäre es keine holonome Zwangsbedingung mehr. Ne? Aber wenn ich eine holonome Zwangsbedingung habe, sind die Delta X dann beliebig? Ja? Das heißt, indem ich auf dem Boden bleibe, darf ich in 2 Meter Höhe gehen? Sie muss in also die Delta X müssen in Übereinstimmung mit der Zwangsbedingung stehen. Die Delta X sind also nicht beliebig, sie sind durch die Zwangsbedingungen irgendwie aneinander gekoppelt. Wie, ist eine andere Frage. Ja? Das heißt, ich muss nebenher noch die Bedingung erfüllen, dass sich die Zwangsbedingung nicht ändert. Delta F gleich Null. Aber Delta F, wenn ich Delta X vorgebe, ist gleich dem Gradienten von F mal Delta X. Ah ja, gleich Null. So. Diese beiden Bedingungen muss ich erfüllen. Ich muss erfüllen F mal Delta X gleich Null. Sonst wäre ich nicht im Gleichgewicht. Und ich muss erfüllen Gradient F mal Delta X gleich Null, sonst würde ich die Zwangsbedingung nicht erfüllen. Naja, und Sie sehen, das schreit nach einem Lagrange-Multiplikator. Ne? Ich kann ja jetzt F mal Delta X und Gradient F mal Delta X durch einen Lagrange-Multiplikator miteinander verbinden. Das tue ich jetzt auch gleich. Tue ich jetzt auch gleich. Dafür muss ich aber das hier wegwischen, sonst stört es. So.
Ich möchte jetzt da direkt drunter weiterschreiben. Und diese beiden Bedingungen verknüpfen, indem ich sage, f plus Lambda Gradient f mal Delta x gleich 0. Ja. Die Zwangsbedingung ist einfach eine skalare Bedingung, die die Koordinaten aneinander knüpft. Die Zwangskraft werden wir gleich sehen. Also wie sie damit zusammenhängt. So, mit anderen Worten, ich verwende jetzt den Lagrange-Multiplikator hier, um beide Bedingungen aneinander zu koppeln. Jetzt sind die Delta x alle frei. Okay? Denn jetzt sorgt der Lagrange-Multiplikator zusammen mit dem Gradienten von f dafür, dass die Zwangsbedingung erfüllt wird. Oben drüber verwende ich nur f mal Delta x gleich 0, muss aber dann berücksichtigen, dass die Delta x nicht alle unabhängig sind. Okay? Das sind zwei völlig legitime Vorgehensweisen. Im einen Fall sage ich, die Zwangskraft kenne ich nicht, ich bestimme sie hier drauf. Im anderen Fall sage ich, okay, ich weiß, wie ich die Zwangskraft durch die Delta x berücksichtigen muss. Beispiele kommen. Ne? Und dann gehe ich einfach von f mal Delta x gleich 0 aus. So. Jetzt vergleichen Sie mit f plus z mal Delta x gleich 0 und lesen einfach ab. Lagrange-Multiplikator mal Gradient f ist die Zwangskraft. Ne? Das heißt, die Zwangsbedingung, die wir hier in holonomer Form formulieren, davon der Gradient multipliziert mit dem Lagrange-Multiplikator, der gibt Ihnen die Zwangskraft. Okay? Das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass unser physikalisches System, unser Massenpunkt oder was auch immer, die Zwangsbedingungen erfüllt. So, das ist also ein Schema, aus dem Sie im statischen Fall die Lage eines Gleichgewichts bestimmen können. Unter Nebenbedingungen oder nicht. Nicht, dann würden Sie einfach f mal Delta x gleich 0 setzen. Wenn Sie eine Zwangsbedingung haben, dann würden Sie entweder die Delta x durch die Zwangsbedingung aneinander koppeln oder Sie würden mit Hilfe des Lagrange-Multiplikators beide Bedingungen gleichzeitig erfüllen. Ja. Delta x ist ein kleiner Schritt. Delta x ist eine kleine Koordinatenänderung in eine beliebige Richtung. Welcher Schritt stört Sie denn? Von dem Delta x hier? Gut, also akzeptieren Sie das hier? Das heißt ja nur, wenn ich im Gleichgewicht in der beliebigen Richtung einen kleinen Schritt aus dem Gleichgewicht herausnehme, dann ändert sich die Kraft nicht. Beziehungsweise dann verrichte ich keine Arbeit. Ne? Die Bedingung sagt einfach, ich muss den Schritt so wählen, dass ich im Einklang mit der Zwangsbedingung bleibe. Okay, wenn ich beide miteinander kombiniere mit Hilfe des Lagrange-Multiplikators, dann kommt die obere Gleichung raus. Okay? Das heißt, die obere Gleichung sagt, ich erfülle gleichzeitig die Bedingung A, ich halte mich im Gleichgewicht auf, B, ich bleibe im Einklang mit den Zwangsbedingungen. Das war vorher noch die Frage von Sie. Ja. Also, die Frage war, warum gilt das für die Kraft selbst? Wenn es nicht gelten würde, dann würden Sie entweder f mal Delta x positiv oder f mal Delta x negativ haben.
dann würden sie, indem sie diesen Schritt gehen, entweder Energie verlieren oder Energie gewinnen. Dann würde das bedeuten, dass sie in der Gegenrichtung davonlaufen, um die Energie zu minimieren. Dann wären sie nicht im Gleichgewicht. Also, die Richtung der Zwangskraft muss senkrecht auf der Zwangsbedingung stehen. Ne, denn entlang des Weges darf sich die Zwangsbedingung nicht ändern. Die einzige Richtung, in der sich die Bedingung ändern kann, muss senkrecht zur Bedingung selbst stehen. Okay? Hier war noch irgendwas, oder? Ja. Nein. Die Frage war, ich stelle die Zwangskraft hier durch einen Gradienten dar. Das stimmt nicht ganz. Sondern ich rechne die Zwangskraft aus einem Gradienten aus. Und ich gebe eine holonome Zwangsbedingung vor. Und deswegen weiß ich, dass bei einem beliebigen Schritt weg von dem Gleichgewicht sich diese Bedingung nicht ändern darf. Delta F muss also gleich 0 sein, Delta F ist Gradient F mal Delta X. Das heißt, die Zwangskraft kann ich durch diesen Gradienten notwendigerweise schreiben, wenn ich eine holonome Zwangsbedingung habe. Okay? So, jetzt gehe ich mal wieder hier rauf. Ach so. Das war der statische Fall hier. Z ist die Zwangskraft. F ist die Zwangsbedingung. Dieses F plus Z mal Delta X heißt virtuelle Arbeit. Das hat man schon. Z mal Delta X ist keine große Erkenntnis, das ist notwendigerweise so. Ja? Ja. Okay. F mal Delta X gleich 0 ist die sogenannte Dannon-Bär-Gleichung. Die bekomme ich aus der Gleichgewichtsbedingung mit Zwangskraft, indem ich berücksichtige, dass die Zwangskraft mich nicht von der Zwangsbedingung wegbewegen darf. D'Alembert-Gleichung. Aber bedenken Sie hier, die Komponenten des Vektors Delta X sind hier nicht alle frei, sondern müssen so gewählt werden, dass sie die Zwangsbedingungen erfüllen, mit anderen Worten, dass sie in demjenigen Unterraum des Konfigurationsraums bleiben, der durch die Zwangsbedingungen vorgegeben ist. Beispiele kommen. Ja? So, die erlaubten Delta X kann ich hieraus ablesen, wenn ich beide mit einem Lagrange-Multiplikator zusammenfüge, dann sieht die Gleichung so aus wie da oben. Mit der werden wir gleich noch weiter vorgehen. So, dass diese virtuelle Arbeit gleich Null ist, heißt auch D'Alembert'sches Prinzip. D'Alembert'sches Prinzip. So, was machen wir jetzt, wenn wir aus dem statischen Fall weggehen wollen? Ich meine, der statische Fall, okay, gut, wenn Sie ein Haus bauen, ist der wichtig. In der Regel wollen Sie ja eine gewisse Dynamik haben. Ne? Wie beschreibe ich jetzt Dynamik unter Nebenbedingungen? Was ändert sich? Ich fange jetzt wieder ganz oben an. Ne?
Wir hatten vorhin angefangen mit F gleich 0, ne? Das war die Gleichgewichtsbedingung. Was schreibe ich denn im dynamischen Fall? Sie sind dran, ja. Ja, das ist gleich der Änderung meines Volumens. F gleich Pi, genau. Jetzt könnte ich hier drüben F gleich P Punkt schreiben. Ich mag es anders. Ich schreibe so. Das wäre die Bewegungsgleichung für einen freien Massenpunkt, der also uneingeschränkt ist durch Zwangsbedingungen. Aber jetzt kann ich die Zwangsbedingungen genauso wie im statischen Fall dazufügen und sagen, na gut, jetzt muss eben nicht F minus P Punkt gleich 0 sein, sondern F plus Z. Also Kraft plus Zwangskraft gleich B-Punkt. Und der ganze Rest geht einfach genauso durch wie in der linken Spalte. Also ich gehe von einer holonomen Zwangsbedingung aus, die kann rheonom oder sklerenom sein. Ich bekomme jetzt die virtuelle Arbeit einschließlich der Impulsänderung. Z mal Delta X gleich 0 bleibt natürlich, denn nach wie vor darf die Zwangskraft nicht dazu führen, dass ich die Zwangsbedingung verlasse. Jetzt bekomme ich als D'Alembert-Gleichung eben F minus P Punkt mal Delta X gleich 0, muss aber hier berücksichtigen, dass die Delta X nicht unabhängig voneinander sind, sondern durch die Zwangsbedingung aneinander gekoppelt. Wie bekomme ich raus, indem ich hier Gradient F mal Delta X gleich 0 zusätzlich fordere? Das ist also die Erhaltung der Zwangsbedingung. So, und jetzt ändert sich die Gesamtgleichung hier. So. Ändert sich die Gesamtgleichung hier zu F minus P Punkt plus Lambda mal Gradient F mal Delta X gleich 0. Damit sind wir schon fast bei den Lagrange-Gleichungen erster Art, aber jetzt brauchen Sie natürlich erstmal Beispiele. Und bevor wir Beispiele bringen, machen wir erstmal eine Pause. Okay?
So, jetzt kommen Beispiele. Jetzt brauchen wir eine Reihe von Beispielen für insgesamt 4 Fälle. Statisch oder dynamisch? Mit Delta X so gewählt, dass es automatisch die Zwangsbedingungen erfüllt? Oder nicht? Ja. Beziehen sich ja letzten Endes auf die erste Gleichung hier. Ne? Also, wenn ich hier für den statischen Fall mal P Punkt gleich 0 setze, dann haben Sie einfach F mal Delta X gleich 0 und das ist eine Gleichgewichtsbedingung. Jetzt sind aber die einzelnen Komponenten des Vektors Delta X durch die Zwangsbedingungen aneinander gekoppelt. Beispiel kommt. Ja. Wie zeigt mir diese Gleichung hier? Ja, denn die Zwangsbedingung ist vorgegeben durch f gleich 0. Sie darf sich also, während ich um Delta x weitergehe, nicht ändern. Also muss Gradient f mal Delta x gleich 0 sein. Das heißt, die erste Bedingung sagt, ich bin im Gleichgewicht. Die zweite Bedingung sagt, ich behalte die Zwangsbedingung bei. Okay? War das Ihre Frage? Okay, ja. Bei der ersten Variante, ja. Aber warum ist es bei der zweiten nicht drin? Was ändert der Rapport? Also, die Frage war, warum sind hier die Delta X nicht unabhängig? Warum kann ich sie hier als unabhängig ansehen? In dieser Form, also in der zweiten Form hier, sorgt der Lagrange-Multiplikator dafür, dass die Bedingung automatisch erfüllt wird, dass man sowohl ein Gleichgewicht als auch die Zwangsbedingungen erfüllt. Ja, da kommen Beispiele. Okay. Fangen wir einfach mal mit Beispielen an, ja, ist vielleicht am sinnvollsten. Oder gibt es dringende Fragen, bevor wir das tun? Ich denke, man sieht am besten an diesem Beispiel. Ja. Also, Beispiele noch und nöcher. Ja. Das Hebelgesetz. Was ist die Zwangsbedingung? Die Zwangsbedingung kann ich so ausdrücken. Dass eine Verschiebung Delta XA der Person A mit einer Verschiebung Delta XB der Person B so zusammenhängt, dass RA mal die Änderung dieses Winkels hier, die dann hoffentlich gleich der Änderung dieses Winkels ist, ja, gleich Delta XA ist und dass RB mal Delta Phi gleich minus Delta XB ist. Ne? Was haben wir hier gemacht? Wir haben eine Zwangsbedingung eingeführt, nämlich die zwei sitzen auf derselben Wippe.
Wir haben die Zwangsbedingung dadurch ausgedrückt, dass wir die beiden zunächst unabhängigen Verschiebungen Delta XA und Delta XB aneinander gekoppelt haben. Nämlich mit Hilfe dieses Drehwinkels Phi hier. Okay? So, jetzt weiß ich, Gesamtkraft mal Delta X muss gleich 0 sein. Das ist unsere Gleichgewichtsbedingung. Und jetzt habe ich die Zwangsbedingung verwendet, um eine Abhängigkeit zwischen den beiden Verschiebungen Delta XA und Delta XB zu erzeugen. Also kann ich das schreiben als FA mal Delta XA plus FB mal Delta XB. Das heißt, die Summe aller Kräfte, die hier auftreten, die muss zusammen 0 ergeben, beziehungsweise multipliziert mit den Verschiebungen Delta X. So, und daraus bekomme ich also FA RA minus FB RB mal Delta Phi gleich 0. Dieses Delta Phi ist aber jetzt frei. Denn die Zwangsbedingung, dass beide auf derselben Wippe bleiben müssen, bleibt erfüllt, unabhängig davon, wie groß Delta Phi ist. Also schließe ich daraus FA RA gleich FB RB und bin fertig. Das ist Hebelgesetz. Ne? So, das ist ein Beispiel dafür, wie ich die Zwangsbedingung implizit berücksichtigen kann. Indem ich Verschiebungen Delta XA und Delta XB so wähle, dass sie die Zwangsbedingungen automatisch erfüllen. Muss ich nicht machen, ne? Weiteres Beispiel. Beispiel 2. Ne? Beispiel 1 war das hier. Beispiel 2. Ich lege mir hier so ein Koordinatensystem hin. Zur Abwechslung nenne ich die beiden Koordinatenachsen y und z. Und ich lege jetzt hier eine parabolische Bahn rein. Und beschreibe diese parabolische Bahn, indem ich eine Zwangsbedingung f von y und z vorgebe, die vorgegeben sein soll durch z minus y Quadrat. Z minus y Quadrat gleich 0, ja, also z gleich y Quadrat. Das ist nicht ganz sauber, ja, weil ich hier eine Länge mit einem Längenquadrat vergleiche. Das spielt für unsere Überlegungen weiter keine Rolle, aber um das etwas sauberer zu machen, schreibe ich es nicht so, sondern so. Und wenn ich jetzt a als 1 durch Länge wähle, dann stimmen die beiden Terme auch dimensionsmäßig überein. Tut weiter nichts zur Sache, ne? Ist nur sauberer. So. Jetzt führe ich von außen eine Gravitationskraft ein. Minus mg mal ez. Jetzt suche ich nach einem Gleichgewichtspunkt. Naja, was wird denn rauskommen? Ne? Irgendwo da muss ja liegen. Wir wissen auch von vornherein, wie die Zwangskraft aussehen muss. Und im Gleichgewicht muss ja die Zwangskraft einfach die Gewichtskraft kompensieren. Ich will jetzt trotzdem mal so tun, als wüsste ich nichts. Und einfach mal diesen Formalismus anwenden. Und zwar für den statischen Fall, und zwar in dieser Form. Ne? Hier ist ein Beispiel für die Form 1. Statischer Fall mit Delta X und Delta Y so gewählt, dass die Zwangsbedingung erfüllt ist, notwendigerweise erfüllt ist. Jetzt stelle ich mich auf einen anderen Standpunkt. Ich sage, ich bin nach wie vor in einem statischen Fall, aber ich möchte jetzt die Zwangsbedingung in dieser Weise mit Hilfe des Lagrange-Multiplikators einfügen. Okay, gut, jetzt kann ich mich zunächst mal ja auf die YZ-Ebene beschränken. Das heißt, ich habe ein zweidimensionales Problem. Ich tue so, als gäbe es die X-Achse überhaupt nicht. Und schreibe jetzt erstmal f hin. Und dann ist f der Vektor 0 minus mg. Ich bin im statischen Fall, das heißt, es tritt kein p-Punkt auf. Ich addiere Lambda mal jetzt den Gradienten von f
dazu. Der Gradient von f ist also der Vektor, den ich bilde aus den Ableitungen von f nach y und nach z. Hier bekomme ich also minus 2ay und 1. Gleich 0. Ah, Entschuldigung. Mal Delta x gleich 0. So, jetzt sind aber die Delta x völlig frei. Ja, denn jetzt berücksichtige ich die Zwangsbedingungen mit Hilfe des Lagrange-Multiplikators. Ich kann also hier für Delta x einsetzen, was ich will, insbesondere auch etwas, was nicht gleich 0 ist. Und das heißt, ich muss beide Vektorkomponenten des Vektors in Klammern gleich 0 setzen dürfen. Und wenn die beiden Koordinatenverschiebungen Delta y und Delta z nicht unabhängig voneinander wären, dann dürfte ich es nicht. Aber nachdem ich hier die Zwangsbedingungen mit Hilfe des Lagrange-Multiplikators einführe, darf ich das. So, dann bekomme ich also aus der ersten Gleichung 2ay Lambda gleich 0. Aha. Wenn ich nicht den Lagrange-Multiplikator von vornherein gleich 0 setzen will, habe ich eine Möglichkeit, es zu erfüllen, nämlich indem ich y gleich 0 setze. Ja. Beide Komponenten von Delta x sind unabhängig jetzt, ja. Genau, aber muss es nicht trotzdem noch interpretabel sein? Also kann man da trotzdem davon sprechen, nee, dass es wirklich frei ist? Nee, weil die Richtung der Parabel durch diesen Vektor hier vorgegeben wird. Okay, also die Frage war, warum kann ich jetzt Delta x nochmal unabhängig wählen? Antwort, weil die Richtung der Zwangsbedingungen hier durch diesen Gradienten vorgegeben ist. Genau. Dieser Gradient multipliziert mit diesem Delta x sagt Ihnen, um wie viel die Höhe sich entlang dieser blauen Kurve ändern würde, wenn Sie um einen entsprechenden Weg Delta x weitergehen. So, aus der ersten Komponente bekomme ich also diesen Ausdruck hier. Und den kann ich dann immer erfüllen, wenn y gleich 0 ist, also für jeden beliebigen Lagrange-Multiplikator. So, und außerdem bekomme ich aus der zweiten Gleichung Lambda gleich mg. Na gut, wenn ich beide Bedingungen gleichzeitig erfüllen will, dann muss y gleich 0 sein. Nur mit anderen Worten, Gleichgewicht wird erreicht bei y gleich 0. Wahrscheinlich verblüfft es niemanden. Ne? Wenn ich y gleich 0 setze, dann muss auch z gleich 0 sein. Das heißt, wir haben jetzt mit einigem Aufwand herausgefunden, Gleichgewicht wird hier erreicht. Okay, gut. Immerhin. So, aber wir kriegen noch mehr. Wir kriegen die Zwangskraft. Ja? Das heißt, die Zwangskraft z ist ja Lambda mal Gradient f. Aha, Lambda kenne ich jetzt. Das ist mg. Beachten Sie, es ist plus mg. Die Zwangskraft muss ja der Gewichtskraft entgegenwirken. So, jetzt Gradient f. Was ist Gradient f? Das war minus 2ay 1. Aber wir haben gerade herausgefunden, Gleichgewicht wird erreicht bei y gleich 0. Also zeigt die Zwangskraft genau der Gewichtskraft entgegengesetzt. Na gut, und so wollten wir es ja haben. Ne? Okay. Nächstes Beispiel. Nächstes Beispiel. Ich stelle mir ein mathematisches Pendel vor. Kennen Sie ja. Ich habe also wieder die Situation f gleich minus m mal g mal ez. Und was habe ich jetzt als Nebenbedingung bzw. als Zwangsbedingung? Naja, die Pendellänge soll gleich bleiben. Also weiß ich jetzt, dass y² plus z² minus l², das nenne ich f von y und z, gleich 0 sein muss. Ne? So, mit dieser Zwangsbedingung schränke ich die Bewegung des Pendels auf einen Kreisbogen ein. Und jetzt will ich explizit durch beide Wege gehen. Ja? Entweder
Verschiebungen Delta Y und Delta Z so einführen, dass die Zwangsbedingung automatisch erfüllt ist. Oder zunächst die Verschiebungen Delta Y und Delta Z freilassen und rauskriegen, was ich machen darf. Beides geht. Ja? So, aber zunächst mal, weiß ich ja, wenn sich der Pendelkörper auf einem Kreisbogen bewegt, dann liegt es ja nahe zu sagen, y ist L mal Sinus Phi und z ist L mal minus L mal Cosinus Phi in diesem Fall, ne? Weil ich die z-Achse nach oben zeigen lasse, während das Pendel nach unten hängt. So, mit anderen Worten, ich wähle die Koordinaten y und z von vornherein so, dass sie die Zwangsbedingung erfüllen. Dann habe ich nur noch einen freien Parameter, nämlich Phi. Und ich weiß, dass Delta Y jetzt gegeben ist durch L Cosinus Phi Delta Phi. Und dass Delta Z gegeben ist durch L Sinus Phi Delta Phi. So, jetzt gehe ich also den Weg, bei dem ich die Komponenten der Verschiebung Delta X so wähle, dass ich von vornherein weiß, die Zwangsbedingungen sind erfüllt. Okay, wenn ich das so mache, dann kann ich natürlich zu der Gleichung 1 hier zurückgehen, in der der Lagrange-Multiplikator gar nicht mehr auftaucht. Und er taucht deswegen nicht auf, weil ich die Zwangsbedingungen schon selbst erfüllt habe. Ich brauche den Lagrange-Multiplikator nicht mehr, um sie zu erfüllen. Ich will im statischen Fall sein, also schreibe ich f mal Delta x gleich 0. Entschuldigung, ich wollte ja gerade im dynamischen Fall gehen. Also schreiben wir 0 minus mg, dann minus px Punkt, py Punkt. So, dieser ganze Ausdruck jetzt multipliziert mit einem Delta x, Vektor Delta x, aber so, dass Delta, die beiden Komponenten dieses Vektors Delta x, also Delta y und Delta z, gekoppelt sind, sodass die Zwangsbedingungen automatisch erfüllt sind. Also schreibe ich hier L Cosinus Phi, L Sinus Phi, Delta Phi gleich 0. Aha. Gut, daraus bekomme ich also minus L px Punkt Cosinus Phi minus mg plus py Punkt mal L Sinus Phi gleich 0. Und damit hätte ich eine Bewegungsgleichung für die beiden Impulskomponenten px und py. Jetzt kann ich px und py natürlich schreiben als m mal, Entschuldigung, py Punkt pz Punkt. Ne? So, jetzt kann ich hier anstelle von py Punkt schreiben my2 Punkt. Und anstelle von pz Punkt kann ich schreiben m mal z2 Punkt. Und bekomme also hier minus l, m kürze ich raus, y2 Punkt Cosinus Phi minus g plus z2 Punkt L mal Sinus Phi gleich 0. So. YZ habe ich aber schon gewählt. Ne? Ich habe den Winkel schon eingeführt, den Winkel Phi, so dass
die Nebenbedingung automatisch erfüllt ist. Das heißt, ich weiß, y2 Punkt ist L Phi 2 Punkt Cosinus Phi minus Phi Punkt Quadrat Sinus Phi und z2 Punkt ist L Phi 2 Punkt Sinus Phi plus Phi Punkt Quadrat Cosinus Phi. Stimmt das überhaupt? Nein, das stimmt nicht. Der übliche Fehler. Okay. So, und wenn Sie diese Ausdrücke für y und z jetzt einführen in die obere Gleichung, dann kriegen Sie eine Bewegungsgleichung raus für den Winkel phi, und das ist die Bewegungsgleichung für den Winkel phi, den Sie halt, aus der das mathematische Pendel folgt. Ne? Okay, das ist die eine Möglichkeit. Ne? Wir haben hier also eine Parametrisierung der Koordinatenverschiebungen Delta Y und Delta Z von vornherein so gewählt, dass die Nebenbedingung erfüllt bleibt. Muss man ja nicht so machen. Ne? Jetzt will ich es mal anders machen. Ja? Zu wem? Zu dem, ja. Oh. Können Sie es nochmal sagen, bitte? Im Prinzip von Schritt 2 auf Schritt 3 ja ist vielleicht L mal Sinus. Ah. Also wenn Sie, die Frage war, wie komme ich von y gleich L mal Sinus Phi auf Delta Y gleich L mal Cosinus Phi Delta Phi. Ich verwende den Taylorschen Satz und sage, Delta Y Okay. Und setze jetzt y anstelle von f. So, das ist jetzt y von 0 plus die Ableitung, also dy nach d phi, genommen bei phi gleich 0, mal Delta phi. Und deswegen taucht hier der Cosinus auf. Ja? Und man kann z gleich minus L Cosinus phi gewählen, dass man im Prinzip für Delta z nach etwas Positives hat. Da braucht man den Minus von L noch. Naja, weil das Pendel nach unten hängt. Ne? Also die z-Achse zeigt nach oben. Und deswegen ist die z-Koordinate des Pendelkörpers negativ. Wenn ich den Aufhängungspunkt des Pendels bei z gleich 0 wähle, dann muss es der Pendelkörper negatives z haben. Okay, jetzt komme ich mal
zum Fall 2 zurück. Ne? Ich möchte jetzt das mathematische Pendel im dynamischen Fall behandeln, ohne dass ich Koordinatenverschiebungen Delta Y und Delta Z von vornherein so wähle, dass sie die Zwangsbedingungen erfüllen. Das heißt, ich bekomme hier dieselbe Kraft, die wir vorher schon hatten. Dann habe ich minus PY-Punkt PZ-Punkt. Dann habe ich plus Lambda mal Gradient F. F ist jetzt bei unserem Pendel ja vorgegeben gewesen durch Y-Quadrat plus Z-Quadrat minus L-Quadrat. Der Gradient ist also 2 mal, mit Lambda muss ich multiplizieren, YZ. So, das hier multipliziert mit Delta Y, Delta Z, soll gleich 0 sein. Jetzt bin ich also in dem Fall, in dem ich die Nebenbedingungen durch den Lagrange-Multiplikator berücksichtige. Jetzt bin ich frei, Delta Y und Delta Z beide so zu wählen, wie ich will. Das bedeutet, dass die beiden Vektorkomponenten, mit denen Delta Y und Delta Z multipliziert wird hier, beide verschwinden müssen. Also bekomme ich aus der oberen Gleichung minus P.Y. Ah, okay. Ich schreibe es als Vektorgleichung hin. Ja? So, also nochmal. Ich komme von dem ersten Schritt auf den zweiten, indem ich voraussetze, dass Delta Y und Delta Z unabhängig voneinander sind. Weil das so ist, muss, um die ganze Gleichung für beliebige Delta Y und Delta Z auf 0 zu bringen, der erste Vektor selbst gleich 0 sein. Wenn das so ist, kann ich so schreiben. Ja? Also nochmal. Ich habe zwei Möglichkeiten, die Nebenbedingungen zu erfüllen. Entweder ich wähle den Vektor Delta X so, dass die Komponenten von Delta X die Nebenbedingungen erfüllen. Dann muss ich diese Gleichung betrachten. Dann sind aber Delta X und Delta Y nicht unabhängig voneinander. Oder ich lasse Delta X und Delta Y beliebig. Dann berücksichtige ich die Nebenbedingungen, indem ich sie mit einem Lagrange-Multiplikator in die Gleichung reinziehe. Das heißt, ich kombiniere jetzt beide Gleichungen. Vorher habe ich die Gleichung benutzt, um Delta X und Delta, um die Komponenten von Delta X so zu wählen, dass die Bedingung erfüllt ist. Jetzt erfülle ich sie mit Hilfe des Lagrange-Multiplikators. Dann sind aber die Komponenten von Delta X frei. Okay? Den Fall verwende ich jetzt. Das heißt, wie vorhin, dass jetzt dieser Gradient hier dafür sorgt, dass ich die Zwangsbedingungen erfülle. Für beliebige Verschiebungen Delta Y und Delta Z. So, okay, jetzt könnte ich die Gleichung komponentenweise hinschreiben. Einfacher ist Folgendes. Ich multipliziere sie einmal mit einem Vektor in radialer Richtung. Der Vektor in radialer Richtung ist 1 durch L mit den Komponenten Y und Z. Ich habe ja hier diese Situation. Hier habe ich das mathematische Pendel. Da ist der Vektor in radialer Richtung. Der ist vorgegeben durch die Y- und Z-Koordinate, geteilt durch die Länge des Pendelkörpers. Ne?
So, jetzt sehen Sie, hier steht aber L mal dieser Vektor in radialer Richtung. Und das hier ist L mal ER. So, hier steht eine Impulsänderung. Ja, der Impuls des Pendels kann sich ja nur längs der Kreislinie ändern. Der kann sich ja nicht in radiale Richtung ändern, weil die Nebenbedingung vorschreibt, dass der Pendelkörper auf einer Kreislinie umlaufen muss. Also der Radius, der Abstand des Pendelkörpers vom Drehzentrum immer gleich bleiben muss. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt mit ER multipliziere, fällt der ganz raus hier. Der Vektor P Punkt. Und ich bekomme hier minus mg EZ mal ER plus 2 Lambda gleich 0. Ja? Denn wenn ich mit ER multipliziere, kriege ich hier einfach ein ER Quadrat, das ist gleich 1. Das L kürzt sich raus. Sodass hier einfach 2 mal Lambda übrig bleibt und damit habe ich den Lagrange-Multiplikator. Ja, EZ mal ER, das ist ja gleich 0,1 mal YZ mal 1 durch L. Ne? Ich muss ein Skalarprodukt hier bilden, das heißt, das ist einfach Z durch L. Ja, und Z durch L. Wenn ich hier diesen Winkel Phi einführe, dann ist Z durch L einfach gleich minus Sinus Phi. Das heißt, dann bekomme ich M mal G mal Sinus Phi plus 2 Lambda gleich 0. Und damit habe ich den Lagrange-Multiplikator. Ja? Also, die Überlegung war die, wir haben F plus Z mal Delta X gleich 0 durch Definition der Zwangskraft. Wir haben F plus Lambda Gradient klein f mal Delta X gleich 0 durch Definition der Nebenbedingung. Okay? Naja, ich habe einen Vektor, der multipliziert mit jeder beliebigen Verschiebung Delta X gleich 0 ergeben muss. Dann müssen die beiden Vektoren übereinstimmen. Okay? So, mit anderen Worten, ich kriege hier raus, Lambda ist minus 1/2 m mal g mal Sinus Phi. Und damit habe ich die Zwangskraft für unser Pendel. So, und die ist ja dann gegeben ich schreibe es nochmal hin, ja. F war in unserem Fall y² plus z² minus L Quadrat gleich 0. Also ist der Gradient von F gleich 2YZ beziehungsweise 2L mal der Vektor in radiale Richtung. So, das heißt, wenn ich die beiden zusammenfüge, Lambda mal Gradient F, dann kriege ich raus, das ist minus MGL mal Sinus Phi mal ER. Und mit anderen Worten, die Zwangskraft wirkt in negativ radiale Richtung, klar. Sie muss ja längs des Fadens wirken. Die Zwangskraft ist dann am größten, wenn Phi
Zwangskraft, wenn Phi gleich 0 ist, wir sind im dynamischen Fall. Ja? Und im dynamischen Fall wird beim Nulldurchgang die Gravitationskraft gerade durch die Zentrifugalkraft aufgehoben. Okay, gut. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Zwangskraft. Und wenn ich jetzt eine Bewegungsgleichung für die Impulskomponenten haben möchte, dann würde ich die Gleichung mit dem Vektor e phi multiplizieren, ja? Wir rechnen da ja L gr und dann multiplizieren wir das Ganze mit gr. Wir müssen dann einfach L rauskommen, anstatt von 1 zu kommen. Die Gleichung mit gr multiplizieren. Da haben Sie ja zweimal Lambda mal L mal er mal er. Das müsste doch eigentlich Lambda Lambda mal L sein. Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Also das ist L mal ER, ich multipliziere mit ER, also bleibt hier ein L übrig. Und dann steht hier ein 1 durch L und das hier ist weg. Okay. Ich wollte noch einen Schritt weiter kommen, aber ich glaube, wir lassen es diesmal dabei. Also, wir haben zwei Möglichkeiten besprochen. Physikalische Systeme, ich bin noch nicht ganz fertig. Ja? Wir haben zwei Möglichkeiten besprochen, physikalische Systeme mit Zwangsbedingungen zu besprechen. Einmal, indem wir die Zwangsbedingungen und die Gleichgewichtsbedingungen separat voneinander betrachtet haben. Dann muss ich hier für die Komponenten von Delta X solche Komponenten einsetzen, die die Zwangsbedingungen erfüllen. Und dann kann ich mit Hilfe dieser Gleichung allein eine Bewegungsgleichung für das System aufstellen. Oder ich möchte die Komponenten von Delta X freilassen. Dann füge ich die Gleichgewichtsbedingungen und die Zwangsbedingungen mit Hilfe eines Lagrange-Multiplikators zusammen. Wir haben jetzt vier Beispiele besprochen: zwei für den statischen Fall, zwei für den dynamischen Fall, jeweils einmal mit, ja, einmal in der Variante 1 und einmal in der Variante 2. Ja. Also EZ mal ER. EZ mal ER steht hier, ne? Und das heißt, es ist Z geteilt durch L. Und so wie der Winkel eingeführt ist, muss ein Cosinus sein, da haben Sie recht, ja. Okay, gut, aber ich glaube, Sie sehen, wo es hinläuft. Ne? Sie können die Zwangsbedingungen auf verschiedene Weisen erfüllen. Wenn Sie die Komponenten von Delta X freilassen wollen, verwenden Sie diese Gleichung hier. Und das ist die sogenannte D'Alembert-Gleichung. Beziehungsweise Lagrange-Gleichung erster Art hier. Aber an der Stelle machen wir dann am nächsten Donnerstag noch weiter. Okay.